Das Minecraft Modpack Live in the Woods auch im Multiplayer zu spielen macht noch einmal mehr Spaß, als nur allein die atemberaubenden Welten des Packs zu erkunden und zu bebauen. Da es jedoch noch keine offizielle Serverversion gibt, erkläre ich dir mit Hilfe eines kleinen Tricks in diesem Video, wie es trotzdem möglich ist, das Modpack im Multiplayer zu spielen. Viel Spaß! Nachdem du zunächst über den Launcher Live in the Woods installiert hast, ein Tutorial dazu jetzt auch in der Infocard verlinkt, lade dir von hier, über den Link in der Videobeschreibung von tutorialcenter.tv, hier das Live in the Woods Pack für Server herunter. Dieses entpackst du nun beispielsweise mit WinRAR oder 7-Zip und öffnest die Live in the Woods unterstrich und die Versionsnummer .jar mit Java. Ist Java nicht das Standardprogramm zum Öffnen, wähle es mit Rechtsklick, Öffnen mit, Java aus. Es startet sich nun der Server und du wirst über die Konsole über alle Aktionen desselben informiert. Hier musst du warten, bis dann ausgegeben wird. Bekommst du eine Benachrichtigung zum Ändern der Firewall-Einstellungen, klicke auf Zugriff zulassen. Möglich ist auch, dass du der Euler zustimmen musst. Um nun den Server zu joinen, starte dein Live in the Woods. Wichtig ist hierbei, die Basic-Variante auszuwählen. Klicke nun auf Multiplayer und füge einen Server hinzu. Die IP ist aktuell Localhost. Damit kann jeder, der sich in deinem WLAN befindet, joinen. Um auch anderen Spielern das Betreten zu ermöglichen, musst du entweder das Programm LogMe in Hamachi installieren, ein neues Netzwerk erstellen und deine Freunde müssen diesem Netzwerk beitreten und über deine IPv4 joinen, beziehungsweise du kannst auch einfach die Ports deines Routers freigeben, um Hamachi zu umgehen. Wie das funktioniert, haben wir euch bereits in einem Video, jetzt in der Infocard verlinkt, erklärt. Du joinst in diesem Fall über die IP deines Computers. Eine andere, zwar kostenpflichtige, dafür aber sehr einfache und komfortable Möglichkeit, ist es, sich zum Beispiel einen Server, beispielsweise bei mchost24.de, zu hosten. Hier kannst du im Multicraft Web Interface auch einfach als Server-Jar das Modpack auswählen und musst keine weiteren Installationen machen. Du kannst nun dauerhaft auf den Server joinen. Viele weitere Informationen rund um das Minecraft Modpack Live in the Woods bekommst du auf tutorialcenter.tv und natürlich in der Playlist unter minecraft.tutorialcenter.tv. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim gemeinsamen Entdecken der atemberaubenden Welten von Live in the Woods.